Wir hören jetzt eine Reaktion von Normal Finkelstein, Wissenschaftler, Autor und Aktivist, der uns aus New York City zugeschaltet ist. Israel und seine westlichen Alliierten behaupten, dass Israel das Recht zur Selbstverteidigung hat. Ist Hamas für diese Krise verantwortlich? Wenn man sich die Reihenfolge der Ereignisse anschaut, so gab es eine ziemliche Ruhe zwischen Israel und den Palästinensern in Gaza bis zum 8. November. Am 8. November tötete Israel ein palästinensisches Kind. Danach gab es eine palästinensische Vergeltungsaktion. Man jagte einen Tunnel in die Luft und ein israelischer Soldat wurde dabei verletzt. In Folge wurde auch auf einen israelischen Jeep geschossen, wobei 4 israelische Soldaten verletzt wurden. Danach tötete Israel 2 weitere palästinensische Kinder. Während der Beerdigung der Kinder feuerten die Israelis auf das Zelt, in dem sich die Beerdigungsgesellschaft aufhielt. Und dann eskalierte der Konflikt weiter bis zum 12. November, als ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Und es sah ganz so aus, als ob der Waffenstillstand halten würde. Und dann nutzte Israel den Waffenstillstand aus, um den starken Mann von Gaza umzubringen. Und außerdem, was auch in israelischen Zeitungen berichtet wird, war Mr. Shabari der Vollstrecker der Israelis in Gaza. Worte eines Analysten des israelischen Militärs in der Tageszeitung Haaretz. Die Person, die sie umgebracht haben, war der Vollstrecker der Israelis in Gaza. A military correspondent for Haaretz, Israel's leading newspaper. The person they killed was Israel's enforcer in Gaza. Why did Israel break that ceasefire? Warum brach Israel dann den Waffenstillstand und führte dieses Attentat zu einem solch schwierigen Zeitpunkt aus? Die meisten der Spekulationen richten ihren Fokus auf die bevorstehenden Wahlen in Israel. Ich glaube auch, dass man das in Betracht ziehen sollte, aber eher als einen ziemlich unwichtigen Aspekt. Der Hauptgrund ist, dass Israel eine ganze Reihe von Niederlagen in seiner Außenpolitik eingesteckt hat. Sie haben versucht, einen Angriff auf den Iran zu orchestrieren und sind gescheitert. Herr Netanyahu ging zur UN und schmuggelte eine Bombe hinein. Die Atombombe, die der Iran angeblich besitzt. Und als er diese Bombe vor der Vollversammlung der UN hochhielt, wurde er richtigerweise als das erkannt, was er eigentlich ist, nämlich ein Wahnsinniger. Dann gab es einen Vorfall, dass die Hisbollah eine Drohne über oder in der Nähe der israelischen Atomanlage Dimona flog. Dann besuchte der Staatschef von Katar Gaza. Dann sagte der Premierminister der Türkei, dass er auch nach Gaza gehen wollte. Und dann sagte sogar Israels Marionettenregime in Palästina, dass sie zur UNO gehen wollten, um einen Beobachterstatus zu bekommen. Und Israel überlegte, Sanktionen gegen sie durchzusetzen. Aber sie machen die dreckige Arbeit für Israel in der Westbank. Die Dinge gerieten also außer Kontrolle. Deswegen sagte sich Israel, dass sie die Kapazität der Abschreckung wiederherstellen mussten. Das heißt, die Angst vor Israel in der arabischen Welt. Aber das hat sehr wenig zu tun mit Gazas Angst vor Israel. Ihre Hauptgründe waren es, dass die Einwohner ruhelos werden. Die Araber wurden zu übermütig und auch die Muslime. Und es wurde Zeit, wieder Israels Macht zu morden und unter Beweis zu stellen. The Arabs were getting too uppity, the Muslims were getting too uppity, and it was time to put on another display of Israel's power to murder. You say things are getting out of control. Just how bad could this? Sie sagten, das Ganze gerät außer Kontrolle. Was glauben Sie, wie schlimm kann das Ganze werden zwischen Israel und Palästina? Aber auch für die Region als Ganzes. Tatsächlich bin ich skeptisch, dass diese Krise noch weiter eskalieren wird. Zunächst einmal müssen wir bedenken, dass die Türkei zurzeit die dreckige Arbeit für die USA in Syrien macht. Und sie werden böse sein, dass während sie die Arbeit in Syrien machen, es ihnen jetzt nachgesagt werden kann, dass sie sich mehr um die Menschen in Syrien kümmern, als um die Menschen in Gaza. Die Türkei will das natürlich nicht. Deshalb wird sich die Türkei in Washington melden. Und Ägypten will keine massive Flüchtlingswelle aus Gaza, wenn ein Angriff erfolgt. Und deshalb werden auch sie sich in Washington melden. Und ich glaube, es wird Druck ausgeübt werden auf Washington und dann weiter Druck auf Israel, um einem Waffenstillstand zuzustimmen.
live from New York, political scientist and activist and author Norman Finkelstein. Thank you very much indeed for joining us here on RT. We appreciate your time. Thank you.